bin Lukas und ich werde Fußballprofi. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Es sind viele neue Leute dazugekommen, deswegen freut mich, dass ihr bei diesem Projekt dabei sein wollt. Ich erkläre in diesem Video so ein bisschen, worum geht es eigentlich bei dem Projekt und wie hoch sind meine Chancen aktuell überhaupt noch in die Nähe vom Profibereich zu kommen. Außerdem will ich euch so ein bisschen erklären, warum dieses Projekt gerade erst am Anfang ist. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Was geht ab, Leute? Bevor ich mit dem Video starte, wollte ich euch eine neue Kooperation vorstellen, und zwar mit HelloFresh. Ich freue mich mega darauf, für alle, die das noch nicht kennen. HelloFresh liefert euch Kochboxen vor die Tür. Die könnt ihr individuell erstellen. Das heißt, für jeden Geschmack ist was dabei. Ich zeige euch gleich auch einmal den Bestellprozess. Bestell mir was für nächste Woche. Werdet ihr dann auch sehen. Und das Geile ist einfach, ihr kriegt sozusagen die ausgewählten Zutaten, alles frisch geliefert, und könnt euch dann perfekt nach den Rezepten von HelloFresh euer Essen zubereiten. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Vor allem, wenn man sich perfekt ernähren will, kann man das super planen mit HelloFresh. Das Ganze läuft ohne Mindestlaufzeit. Das heißt, ihr könnt auch Wochen überspringen, das nur eine Woche ausprobieren oder einfach regelmäßig das Ganze machen. Die Zutaten werden grammgenau abgemessen. Das heißt, es wird nichts weggeschmissen. Recycelbare Verpackung ist am Start. Und außerdem gibt es gleich auch noch einen Rabattcode, mit dem ihr richtig sparen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. So, gehen wir mal auf hellofresh.de. Ich habe schon direkt Rabattcode Lukas60 eingegeben. Damit könnt ihr 60 Euro auf die ersten 4 Kochboxen sparen. Also auf jeden Fall mal abchecken. Und jetzt kann man hier seine Vorliebe auswählen. Ich nehme natürlich vegetarisch, Fleisch und Gemüse, familienfreundlich, Balance, Zeitsparen, Veggie und Fisch gibt es auch, aber für mich auf jeden Fall vegetarisch, ihr wisst Bescheid. Anzahl der Personen 2 passt, weil ich esse auf jeden Fall für 2 so viel Sport, wie ich zurzeit mache. Gerichte pro Woche nehme ich auch mal direkt 5, dann seht ihr hier auf jeden Fall schon, dass es Rabatt gibt. Gehen wir mal weiter. So, jetzt wählen wir aus. Liefer- und Zeitfenster Dienstag 8 bis 18 Uhr und erste Lieferung, ja, Dienstag 20. Juli direkt, würde ich sagen. Machen wir mal so. Gelbes Curry mit buntem Ofengemüse hört sich mega an, ist schon drin. Und dann gibt es hier zum Beispiel Linsensalat, ist auf jeden Fall super als Sportler. Steht auch direkt dran, High Protein, fügen wir mal direkt hinzu. Ja, Gemüsepfanne, vegane Gemüsepfanne direkt rein, das Ding. Also ich glaube, ich sitze jetzt hier auf jeden Fall noch 20 Minuten, weil ich mich nicht entscheiden kann. Mega leckere Gerichte werdet ihr... Burger gibt's auch, Junge. Ich werde es auf jeden Fall bestellen und im nächsten Video oder in den nächsten Tagen werdet ihr dann ein Fazit sehen, wie ich das Ganze zubereite, wie das aussieht. Und jetzt würde ich sagen, Rabattcode Lukas60, checkt's auf jeden Fall mal ab. Danke an HelloFresh, ich freue mich drauf und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Projekt Road to Pro, worum geht's eigentlich? Und ich will euch einfach so ein bisschen erklären, was der Sinn hinter diesem Projekt ist, dass es nicht einfach nur ist, zack, ich will Profi werden und mach das mal eben, sondern das trifft es nämlich gar nicht. Ich bin mittlerweile 26 Jahre alt, habe das Projekt mit 25 Jahren in der Kreisliga B vor einem Jahr gestartet und es soll einfach meine Entwicklung zeigen, weil es geht einfach darum, mit 25 Jahren ist normalerweise die Fußballkarriere schon entweder da, wo sie sein soll, oder geht schon wieder bergab. Und ich will einfach mal gucken, was kann man aus mir noch rausholen, wie weit nach oben kann das Ganze noch gehen, ob es dann am Ende in der Bezirksliga endet, ob es in der Landesliga endet, ob es irgendwie Richtung Oberliga geht oder sogar in den Profibereich. Das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. So, das erste Jahr war jetzt mit Corona sowieso verschenkt oder zumindest zum Teil verschenkt. Ich habe halt alles dafür getan, das trotzdem auszunutzen, bin fitter geworden. Sieht man auf jeden Fall auch sehr, sehr deutlich, wenn man die alten Videos anguckt. Aber bei diesem ganzen Projekt geht es eben nicht darum, dass ich irgendwie ein richtig krasser Fußballer bin und einfach nur meinen Weg nach oben gehe, sondern es geht einfach darum, ich bin so ein durchschnittlicher Kreisligaspieler, war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, auch ein bisschen übergewichtig, einfach überhaupt nicht in Form. Und ich will mit diesem Projekt einfach zeigen, was man noch aus einem durchschnittlichen Spieler, der seinen, ja, Herrenfußball eigentlich immer in der Kreisliga gespielt hat, was man aus so einem noch rausholen kann. Und darum geht es bei Road to Pro. Road to Pro, den Namen habe ich natürlich gewählt, um bei YouTube so ein bisschen um Aufmerksamkeit auf dieses Projekt zu legen. Da komme ich aber sofort zu. Und allgemein, dieses Projekt ist natürlich für euch auch cool, wenn man einfach sieht, welche Trainingsmethoden kann man machen. Das Ganze steht ja unter dem Namen Road to Pro, deswegen auch, weil ich eben versuche, wie ein Profi zu trainieren. Das heißt, mein ganzes Leben oder mein ganzer Trainingsrhythmus, der ist super intensiv. Ich habe keinen anderen Job nebenbei oder so, auf den ich mich konzentrieren muss, sondern alles geht in diese Trainingsreihe rein. Und ja, das ganze Projekt begleitet einfach meine Fortschritte. Ich habe auch mal so ein paar Szenen gezeigt, wie es jetzt vor einem Jahr aussah, wie es jetzt aussieht. Und da sieht man auf jeden Fall, es geht voran, aber man kann natürlich auch jetzt nichts super beschleunigen. Und offensichtlich haben viele von euch auch Interesse an diesem Projekt und finden sowas spannend. Deswegen
werde ich genauso weitermachen auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu dem Teil Road to Pro, warum ich das Ganze so genannt habe, warum das vielleicht auch ein Fehler war, direkt so rein zu starten. Aber ganz ehrlich, wir befinden uns halt auch einfach auf YouTube und deswegen habe ich das Ganze natürlich Road to Pro genannt, um die größtmögliche Aufmerksamkeit auf dieses Projekt zu legen. Ich kann das Projekt natürlich auch nur machen, weil eben Klicks da sind, weil eben Leute Interesse daran haben. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich mit diesem Projekt mein Geld verdiene, weil sonst könnte ich das auch nicht Vollzeit durchziehen. Das ganze Training kostet teilweise auch Geld. Das ist natürlich auch viel Aufwand, wenn man jeden Tag dann 1 bis 2 Einheiten hat. Aber damals habe ich natürlich den Trailer hochgeladen, der endet dann schön mit dem Satz: Ich bin Lukas und ich werde Fußballprofi. Ich habe das Video auch Ich werde Fußballprofi genannt. Einfach weil man auf YouTube natürlich die größtmögliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Ich habe euch das Projekt eben schon erklärt, es geht nicht darum, einfach irgendwie Profi zu werden und so einfach mit dem Finger zu schnipsen und dann klappt das schon, sondern es geht eben darum, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Und deswegen ist der Titel vielleicht ein bisschen irreführend. Ich kann dann verstehen, dass Leute auch kommentieren, so, hä, der will Profi werden, der spielt gerade in der Kreisliga A oder Bezirksliga, das macht doch gar keinen Sinn. Genau darum geht aber das Projekt, weil ich eben in der unteren Liga spiele und in den Profibereich will. Ob das dann am Ende Westfalenliga, Oberliga, Regionalliga ist, dritte Liga, ich komme gleich dazu, wie realistisch das Ganze ist. Das wird sich alles noch zeigen und ja, jetzt mache ich einfach weiter mit dem nächsten Punkt. Wie gesagt, sorry an alle, die denken, das Projekt ist irgendwie, ich bin kurz vorm Profibereich und eh der beste Fußballer, sondern es geht einfach darum zu zeigen, was jemand, der jahrelang Durchschnittsfußballer war, rausholen kann, wenn er Training, Ernährung, Regeneration, alles optimiert. Und mittlerweile ist ein Jahr vergangen, aber natürlich sind auch, ich glaube, seit dem Projekt erst 10 Fußballspiele gespielt worden von mir. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, wie hoch sind eigentlich meine Chancen, Profifußballer zu werden oder zumindest in den Bereich zu kommen, den man als Profifußballer zählen kann. Das ist für mich mittlerweile, kenne ich mich auch ein bisschen besser aus, Regionalliga oder obere Regionalliga, da sind auch sehr, sehr viele Berufsfußballer, viele Profimannschaften. Wie realistisch ist es, dass ich in so einen Bereich noch komme? Und die Antwort ist dieselbe wie vor einem Jahr. Es ist absolut unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,0001%. Aber trotzdem werde ich versuchen, so hoch wie möglich da ranzukommen oder so nah wie möglich da dran zu kommen. Wenn wir das Projekt ein bisschen weiterlaufen lassen, sieht die Welt natürlich auch nochmal anders aus. Es gibt auch Möglichkeiten, vielleicht mal ins Ausland zu gehen oder so. Da sind natürlich auch Punkte wie Kontakte entscheidend, aber erstmal muss man auf das fußballerische Level kommen. Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden, liegt aber dann in der Zukunft. Und ich muss einfach sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich nochmal in Deutschland irgendwie in die dritte Liga oder so komme. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Und das ist natürlich auf der einen Seite das Spannende, auf der anderen Seite muss man da halt auch realistisch sein. Und das wollte ich einfach denen einmal mitgeben, die vielleicht diese Videos gucken und sagen, ja, der denkt, der kommt irgendwie direkt in die dritte Liga nächstes Jahr oder so. Das ist definitiv nicht der Fall. Das kann auch gar nicht passieren, das wird nicht passieren. Trotzdem, das Allerwichtigste, was ich auch den allermeisten oder allen von euch mitgeben muss, ist, dass man, wenn man sowas macht, man muss geduldig sein. Es macht keinen Sinn, so ein Projekt auszurufen und nach einem halben Jahr oder einem Jahr zu sagen, ja, jetzt bin ich zwar ein bisschen besser geworden, aber mehr geht nicht oder jetzt reicht's und weiß ich nicht. Sondern ihr werdet das auch merken, es werden sich auch noch sehr, sehr viele wundern, wie hoch das Ganze noch gehen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Da lege ich auch meine Hand für ins Feuer, dass es nicht in der Bezirksliga bleiben wird. Und das ist so das Ding. Also Geduld wird das Wichtigste sein bei so einem Projekt, wenn ihr langfristige Ziele verfolgt. Ist doch auch klar, wenn man, keine Ahnung, 5 Jahre relativ unfit war, so ein Jahr trainiert, dann ist man nicht auf einmal ein übelst kranker Fußballer. Aber wenn man dann 3 Jahre durchzieht, 5 Jahre durchzieht, immer seine Schwächen, Stärken analysiert, genau da angreift und auch diese Punkte verbessert mit Experten zusammen, ich glaube, da wird noch eine richtig kranke Reise bevorstehen. Und ich will einfach euch vermitteln, wie schwer das dann wirklich ist. Und ich hoffe, viele von euch gucken sich dann Teile ab, wie sie ihr Training optimieren können, wie sie ihre Ernährung optimieren können. Ich mache bei der Reihe, bin ich auch ehrlich, ich mache viele Fehler. Also ich habe schon viele Sachen falsch gemacht, viele Statements rausgehauen, die vielleicht nicht stimmen, viele Trainingseinheiten gemacht, die vielleicht nicht so zielführend waren. Aber genau dadurch kommt man halt weiter, dass man eben die Sachen erkennt und dann optimiert. Und ich hoffe, viele von euch können dann aus meiner Erfahrung auch lernen, dass sie eben dieselben Fehler nicht machen, sondern... Ich meine, der größte Fehler, den ich gemacht habe, ist mit 18 Jahren den Fokus nicht mehr auf Fußball zu legen. Deswegen starte ich jetzt mit 25 so ein Projekt, nicht mit 18. Den Fehler schon mal nicht machen, weil dann bereut ihr natürlich auch nichts in eurem Leben. Dass ich gesagt habe, ich werde Profi in einem Video und das als Aussage hingestellt habe, dass das passiert,
war ein bisschen reißerisch, war natürlich auch ein YouTube-Format oder ist nach wie vor ein YouTube-Format. Und es geht einfach nur darum, aus den Möglichkeiten, die ich habe, mit den perfekten Bedingungen, den perfekten Trainern, das Maximum aus mir rauszuholen. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel Spaß haben. Danke auf jeden Fall, wenn ihr bei dem Video komplett dran geblieben wart. War mir einfach am Herzen, das mal so ein bisschen aufzuklären, da auch immer wieder Kommentare in die Richtung kommen. Ich muss auch sagen, das ist halt das Traurige bei Social Media. Ich kriege so viele positive Nachrichten. Ich glaube, die Hälfte der Kommentare sind sehr positiv und 40% der Kommentare sind dann immer richtig, also das feiere ich übrigens auch, sind immer richtig kranke Analysen, so das musst du besser machen, da auf der Position sehe ich dich. Ich finde das richtig wild und ich finde das richtig geil, wie viele Leute sich da auch für begeistern und da sowas ja, sich überlegen. Und dann die 10%, die dann halt wirklich sehr negativ sind, auch Mitspieler teilweise beleidigen, so das sind halt dann leider, muss man halt sagen, die Kommentare, die einem auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Das ist einfach diese traurige Social-Media-Sache. So die negativen Kommentare pickt man sich halt als einzige raus, die man sich dann so richtig merkt. Aber deswegen habe ich das Video halt einfach mal gemacht, um zu zeigen, worum geht es bei dem Projekt. Es geht nicht darum, ich bin zack Profi, sondern es geht einfach darum, von der Kreisliga B mit dem perfekten Training so hoch wie möglich zu kommen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich habe jetzt auch viel erzählt. Demnächst folgen mal wieder ein paar geile Trainingseinheiten und natürlich weiterhin die Spiele. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und merkt euch den Spruch.